Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Android auf eurem PC benutzen könnt. Als erstes müsst ihr dann dieses Programm hier runterladen, also BlueStacks. Ich mache den Link auch in die Videobeschreibung. Wenn ihr das dann installiert habt, müsste es auf dem Desktop sein. Und wenn ihr es dann gestartet habt, sieht das so aus. Also da müsste zwar ein anderer Launcher sein, aber auf jeden Fall ist das so jetzt wie bei mir ungefähr. Dann habt ihr unten links den Zurück-Button, genau rechts daneben die Menütaste. Den Home-Button in der Mitte. Also hier sieht man auch, es passiert auch bei jedem, also man sieht auch, die Menütaste funktioniert. Home-Taste. Da rechts daneben ist dann ein Button, mit dem man die Einstellungen kommt. Und dann müsst ihr als erstes auch, wenn ihr das Programm installiert habt, die Tastatursprache ändern, also Sprache ändern und dann auf Deutsch klicken, weil die ist am Anfang auf Englisch. So, dann ist noch so ein Button, mit dem ihr den Screenshot machen könnt und den sharen könnt. Und da rechts daneben noch ein Button, mit dem ihr Vollbild starten könnt. Ja, das ist ziemlich cool. Ihr könnt damit zum Beispiel auch WhatsApp auf dem PC benutzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss.